Klinge irgendwas beschädigt werden sollte bei irgendwelchen Arbeiten. Dann habe ich hier einen Schraubenzieher. Der ist isoliert und außerdem sehr lang. Was ich bei manchen Backout-Bags gesehen habe, dass Leute so nur so kurze Stummel-Schraubenzieher in ihren Rucksäcken hatten. Aber wenn man dann mal an weiter entfernte Schrauben dran muss oder die irgendwo drin sind, kommt man da meiner Meinung nach nicht ran. Deswegen habe ich extra einen längeren Schraubenzieher gewählt, der hier hinten in der Spitze im Griff verschiedene Bits drin hat, so dass mir halt einer ausreicht, ein Schraubenzieher für alle Zwecke, für die ich ihn brauchen würde. Dann habe ich hier eine kleine Zange drin, die hat einmal hier einen Drahtschneider und ja, kann benutzt werden, falls man zum Beispiel den Draht in eine richtige Form biegen will oder abschneiden möchte oder halt auch Dinge reparieren möchte. Sehr nützlich. Dann habe ich hier einen noch dickeren schwarzen Müllsack. Der ist noch dicker als der Sack, in dem der Schlafsack drin war. Der kann natürlich zum Unterschlupfbau benutzt werden oder um Wasser aufzubewahren oder Gegenstände. Auf jeden Fall sehr nützlich. Dann habe ich hier noch so einen Schraubenschlüssel für Sechskantschrauben. Den hatte ich hier noch zu Hause rumliegen und da der so flach war, habe ich gedacht, tust du den da mal mit rein. Das hier sind Ersatzgummidichtungen für meine Taschenlampe, die übrigens bis zu 2 Meter Tiefe wasserdicht ist. Falls sie beschädigt werden mit der Zeit, kann ich die ersetzen. Und das war's dann auch schon für meine Werkzeuglektion. Schnell wieder zusammenpacken. Gut, dann habe ich hier in diesem mittleren Fach noch 4 Zeltheringe drin. Die sind sehr leicht und können halt dazu benutzt werden, den Poncho am Boden zu befestigen. Als nächstes habe ich hier eine Rolle Klebeband. Das dicke Panzertape kann auch zum Reparieren, zum Unterschlupfbau, für alles Mögliche benutzt werden. Also das sollte auf jeden Fall in jedem Überlebensrucksack drin sein. Ich habe das silberne Band genommen, da mir gesagt wurde, dass sich die dunkleren Farben bei Wärme schneller der Kleber auflöst. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es macht jetzt meiner Meinung nach auch keinen Unterschied, ob ich jetzt Silber oder Schwarz habe. Das hier sind 25 Meter Tape, die auf jeden Fall ausreichen sollen. Fürs Erste. Dann habe ich hier noch ein Stück Fahrradschlauch. Aus Fahrradschlauch schneidet man diese sogenannten Ranger Bands oder auch Gummibänder einfach. Die können auch für alles Mögliche benutzt werden oder auch um in einem Signalfeuer schwarzen Rauch zu erzeugen, ist das auf jeden Fall sehr nützlich. Dann als Letztes in diesem Fach habe ich hier in dieser alten Kopfhörer-Verpackung habe ich alles drin, wo ich so nicht genau einen Platz oder eine Zuordnung zu hatte. Und ja, einmal habe ich hier ein Nähset drin mit verschiedenen Garnsorten in verschiedenen Farben, verschiedene Nadeln, eine Pinzette und ein Nagelknipser. Dann habe ich hier 2 von diesen Rettungsfolien. Die reflektieren Wärme und Hitze, je nachdem welche Seite man benutzt, und sind auf jeden Fall nützlich, wenn man nachts warm bleiben möchte. Dann habe ich hier noch mein kleines Angelset. Ich weiß nicht genau, wie viel Angelleine das ist. Drauf und verschiedene Haken in verschiedenen Größen. Da ich nicht so der Fischfreund bin, fällt das Angelset bei mir etwas kleiner aus. Aber auf jeden Fall kann man hiermit was anfangen. Ich habe jetzt hier keine Sinker und keine Schwimmer drin, da man die mit Ästchen oder Steinen mal schnell improvisieren kann. Das hier ist ein Handwärmer, den kann man kochen in heißem Wasser. Und dann wird der so flüssig und dann kann man mit so einem Plättchen den auslösen und dann hält er für, ich
weiß nicht wie lange, ein paar Stunden hält er die Wärme und ist damit auch wieder benutzbar, was ich etwas besser finde als diese Einmalhandwärmer, die man kaufen kann. Ja, da es vom Packmaß eigentlich so ziemlich dasselbe ist und ja, aber man hat einen größeren Nutzen daraus, wenn man diese benutzt und die gibt es wirklich überall zu kaufen in der Winterzeit. Ja, als letztes hier drin habe ich noch meinen Kompass. Das ist ein ganz einfacher Kartenkompass, aber der funktioniert sehr gut und pendelt auch sehr schnell ein. Und außerdem hat er hier eine Lupe dran, womit man natürlich auch Feuer machen kann, falls man all die anderen Mittel aufgebraucht hat. Ich pack das hier nur schnell zusammen, damit ich gleich wieder das ganze Zeug nicht den einzelnen Teilen zuordnen muss. Gut, und das war's auch schon für dieses Fach. Und dann kommen wir zum letzten Fach, dem ganz großen Mittelfach. Das ist auch sehr, was mir sehr gut gefällt an diesem Rucksack, dass er halt dieses große Fach hat, wo man alles sortieren kann und es nicht alles zusammenrutscht und man das wieder alles durchwühlen muss, wenn man an eine bestimmte Sache dran muss. Wovon ich eben noch gesprochen habe, ist diese Gummierung auf der Innenseite der Fächer im Rucksack. Ja, sehr schön verarbeitet. Okay, dieses Hauptfach geht bis ganz unten hinauf. Das meinte ich gerade, dass man, wenn man etwas rausnehmen möchte, nicht den ganzen Rucksack durchkramen muss. Einmal hier oben drin, mein Überlebensmesser, was ich am Gürtel tragen würde im Katastrophenfall. Das ist das Mora Clipper. Ein sehr schönes und scharfes Messer und es ist nicht rostend, aus Stainless Steel. An der Hülle angebracht habe ich einen Feuerstahl, ein kleines Angelset. Hier Rebschnur ist sowas ähnliches wie Paracord. Dann noch diese Nylonschnur und darunter noch Draht. Also falls ich mal meinen Rucksack bei meinem Lager lassen möchte und nur das hier mitnehme, habe ich auf jeden Fall alles nochmal dran, was man zum Überleben braucht. Ja, dann, das hier ist eine Multifunktionsrettungsdecke, die hat auf einer Seite diese Plane und auf der anderen Seite ja, diese Rettungsfolie. Die hält einerseits warm, andererseits kann man die als Tarp benutzen. Die hat auch hier diese Ösen, sodass man da mit Paracord oder den Heringen die Plane am Boden oder an Bäumen befestigen kann. Ich würde diese Plane jetzt als Unterlage benutzen, wenn ich irgendwo auf dem Boden schlafen müsste, da man über dem Boden die meiste Wärme verliert und ich mich so davor schützen kann. Gut, dann als nächstes mit hier oben weiter. Hier oben ist der zweite Teil von meinem Feuerset. Hier habe ich nochmal Ersatzsachen drin fürs Feuer machen. Einmal wieder ein Feuerzeug, Tampons, dann diese Wattepads, aber diesmal mit Wachs in der Mitte und diese Teile sind echt super. Also man tunkt die einfach schnell in flüssiges Wachs und lässt das erkalten. Die sind einerseits mit dem Zündstahl zu entzünden, andererseits bringen die im Gegensatz zu einem normalen Wattepad, brennen die ja um die 6-7 Minuten. Ein normales Wattepad brennt höchstens eine Minute. Die haben dann denselben Effekt wie eine Kerze, da das Wachs angesaugt wird und dann vor dem Pad verbrennt. Außerdem hier drin sind zwei Teelichter. Ja, falls man das Wachs für eine Fackel benutzen möchte oder so, kann man das daraus benutzen oder auch als alternative Lichtquelle, um nicht die Batterien der Taschenlampe zu verschwenden. Dann habe ich hier noch so eine Kompresse drin, die aus Baumwolle besteht und ja auch gut brennt und sich mit dem Zündstahl entzünden lässt. Auch hier drin ist Handdesinfektionsmittel. Das ist auch leicht entzündlich und wenn man das auf diese Kompresse schmiert, hat das denselben Effekt wie die Wattepads mit Wachs drauf. Dann hier, ich habe sehr viele Bücher eingepackt, was vielleicht an
andere schlecht bewerten würden, aber einerseits hat man so abends im Feuer was zu tun und andererseits kann man dann auch noch was lernen. Ein Notizbuch, falls ich was aufschreiben möchte oder Nachrichten hinterlassen muss, ganz normales Notizbuch. Ein Survival Guide, da ist nochmal alles Wichtige drin, wie man einen Unterschlupf baut, Fallen baut, wie man sich orientiert und sowas. Den gab es mal bei Globetrotter zu kaufen. Auf jeden Fall sehr nützlich. Dann habe ich hier zwei Bücher von Johannes Vogel. Einmal pflanzliche Notnahrung, da steht drin, wo man Pflanzen findet, die man essen kann, was man von den Pflanzen isst, wie man das zubereitet. Auf jeden Fall sehr nützlich. Und tierische Notnahrung. Da ist erklärt, wie man Fallen baut oder Waffen baut, um zu jagen und welche Tiere man essen kann, wie man sie zubereitet. Eigentlich sehr ähnlich zu diesem Buch, halt nur mit Lebewesen. Falls die Nahrung ausgehen sollte nach 3 bis 4 Tagen, ist das auf jeden Fall eine Alternative. Also bringt einem eine alternative Nahrungsquelle ein. Die Bücher kann ich auch wirklich jedem empfehlen, die sind sehr gut geschrieben und ja, machen Spaß zu lesen. Das hier ist eine ganz normale Tasse, in der ich mit so einem Gummiband, mit einem, wie heißen die denn? Einmachglas-Gummi, das sind sehr dicke und robuste Gummis, ein Glas Erdnussbutter, also eigentlich ist es kein Glas, sondern so ein Plastikgefäß, Erdnussbutter drin fixiert habe. Erdnussbutter hat sehr viele Kalorien und Fette und Öle, sehr gut, falls man nur wenig Nahrung zur Verfügung hat. Dann habe ich hier eine Friedhofskerze. Ich habe gesehen, dass man im Internet Survival-Kerzen kaufen kann. Die sind zwar sehr teuer und ziemlich klein, aber eine Friedhofskerze brennt auch um die eine Woche und kostet nur 1 bis 2 Euro und ist daher eine sehr preisgünstige Alternative zu einer Survival-Kerze. Die ist zwar ein bisschen schwer, aber ich finde, das ist es wert. Dann habe ich hier, wo wir eben schon von alternativen Nahrungsquellen gesprochen haben, eine Steinschleuder, die ich ein bisschen modifiziert habe mit diesem Schlüsselring und 2 Ranger Bands. Das habe ich bei Dave Canterbury in einem Video gesehen. Das ist so ein amerikanischer Survival-Experte, gibt's auch auf YouTube gibt es dieses Video. Das erlaubt einem, Pfeile mit dieser Schleuder zu schießen. Das kann man natürlich auch runterschieben und dann Steine schießen. Aber damit kann man dann etwas größere Tiere jagen, als nur mit Steinen. Dazu habe ich hier in diesem kleinen Beutel 2 mittelalterliche Pfeilspitzen. Die habe ich mal irgendwann gekauft. Die lassen sich im Gegensatz zu den modernen Pfeilspitzen einfach auf einen Ast stecken und erleichtern es somit natürlich, einen Pfeil zu bauen. Und in Kombination mit der Steinschleuder hat man da auf jeden Fall eine ziemlich tödliche Waffe. Dann, hier in diesem Handtuch eingewickelt, um das vor Stößen zu schützen, habe ich das Freeplay Companion Radio. Dieses Radio hat eine Kurbel. Ich hole es mal raus. Dieses Radio hat eine Handkurbel hier hinten, womit man den Akku aufladen kann. Dann hat es außerdem hier oben Solarkollektoren und eine Taschenlampe, was nochmal einen dritten Ersatz für meine Taschenlampe bringt. Laut Anleitung bringt 1 Minute Kurbel und 20 Minuten Strom. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber auf jeden Fall funktioniert dieses Radio sehr gut und hat auch sehr guten Empfang. Ja. Und falls man sich informieren möchte, wie es gerade die Situation in seiner Stadt, in seinem Bundesland ist, ist Radio auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Dann habe ich hier ein paar Staubmasken, keine Ahnung wie viele das sind, 10 glaube ich. Staubmasken, einerseits um sich vor Partikeln in der Luft zu schützen, das schützt keinesfalls vor Bakterien oder ähnlichem, aber man kann es auch zum Wasserfiltern benutzen oder so, sehr nützliche Teile.
Dann habe ich hier noch einen Plastikponcho. Ja, ein Poncho halt. Und hier für meine elektronischen Geräte einmal AA-Batterien für meine Taschenlampe. 8 Stück. Und einmal 3x A-Batterien für meinen MP3-Player, der hier mit drin ist. Das ist mein alter MP3-Player, da habe ich meine Lieblingsmusik drauf geladen. Der hält mit einer Batterie sehr lange. Und wenn man wandert oder abends am Feuer, ist das, denke ich, ganz schön, wenn man seine Musik hören kann. Deswegen ist der da mit drin. Das hebt auf jeden Fall die Moral, denke ich. Dann hier meine Klamotten oder Ersatzklamotten. Da habe ich einmal dicke Socken drin, Winterhandschuhe, eine Sturmmaske ist da auch mit drin. Die kann man so hochkrempeln und dann hat man eine Mütze. Die hält sehr warm, da sie aus Baumwolle ist. Und nachts kann man sich die ganze Sturmmaske anziehen, um sein Gesicht vor der Kälte zu schützen. Je nachdem, in welcher Jahreszeit man draußen ist. Außerdem habe ich hier diesen Armeeschal. Ist halt, um seinen Hals zu schützen oder seinen Kopf vor der Hitze. Je nachdem, welches Wetter man bestehen muss. Dann haben wir hier in diesem Netzbeutel mein Hygieneset, Kulturbeutel. Da drin habe ich einen Spiegel, der natürlich in dieser Socke drin, damit er nicht verkratzt, der natürlich als Signalspiegel benutzt werden kann. Oder auch um sich selbst anzugucken. Dann habe ich hier einmal Seife zum Waschen von den Haaren und vom Körper. Und diese Seitenstücke, die gab es mal im Hotel, um sich die Hände zu waschen oder so, sind die ganz gut. Dann habe ich hier eine Zahnbürste, also eine Reisezahnbürste. Die lässt sich einfach aufklappen und damit auch sehr klein zusammenpacken. Ja, um sich die Zähne zu putzen. Ich denke, das erklärt sich von selbst. Dann habe ich zweimal diese Zahnpasta-Proben. Also bei DM zum Beispiel gibt es immer diese Proben. Da kostet eine, weiß ich nicht, 60 Cent oder so. Und für die Reise oder auch für so einen Rucksack ist es sehr gut geeignet. Jetzt eine Packung Zahnpasta reicht natürlich für 3 Tage, aber je nachdem, wie lange man ohne normale Verhältnisse leben muss, habe ich lieber nochmal für Zahnpasta ein Backup dabei. Und wenn die Zähne kaputt sind oder das Zahnfleisch, kann das natürlich zu schweren Entzündungen führen, was natürlich die Lebensfähigkeit sehr beeinträchtigt. Dann habe ich hier noch Hygienetücher, also so Desinfektionstücher. Das ist auch wieder so eine Probe, die ich bei DM, glaube ich, gekauft habe, um Handflächen oder generell Arbeitsflächen abzuwischen oder zu desinfizieren, sind die sehr gut geeignet. Und dann habe ich hier nochmal Handdesinfektionsmittel, was wieder natürlich auch zum Feuermachen benutzt werden kann. Gut, dann kommen wir hier in diesem Netzbeutel zur ich nenne es mal Nahrungs- und Wasserzubereitungszeug. Hier in dieser Tüte habe ich Alufolie, um zum Beispiel Gemüse in der Glut zu garen oder um darin Wasser abzukochen. Dann habe ich hier ein Gewürz für Kotelett und Schnitzel. Das ist einfach eine fertige Gewürzmischung, die wenn man zum Beispiel jetzt ein Tier fängt, die man darauf streuen kann, um den Geschmack etwas zu verbessern. Dann habe ich hier mein Opinel-Messer drin, was ich dafür eingeplant habe, um halt mein Essen zu schneiden, weil ich das nicht unbedingt mit dem Messer machen möchte, mit dem ich draußen sonst so arbeite. Zahnstocher habe ich hier noch drin, die kann man ja im Restaurant mitnehmen, um halt seine Zähne sauber zu halten. In dieser Dose hier ist Zucker für den Tee, der hier ist. 3 Teebeutel habe ich da drin und so einen kleinen Streuer für Pfeffer und Salz, wieder natürlich um sein Essen, was man selbst gefangen hat oder gejagt hat, zu würzen. Weiter geht's mit dem Wasserzeug.
Einmal habe ich hier von Micropur Wasserentkeimungstabletten. Diese Tabletten entkeimen das Wasser und machen das 6 Monate lang haltbar. Eine Tablette reicht für 1 Liter Wasser, also eine Tablette in meine Feldflasche macht das Wasser auf jeden Fall sauber. Laut Anleitung haben die keinen eigenen Geschmack. Ich habe die jetzt noch nicht ausprobiert. Aber damit ich auch wirklich keinen eigenen Geschmack habe, habe ich hier nochmal 2 von diesen Multivitamin- und Mineralientabletten. Die haben einen Orangengeschmack und außerdem bringen die dem Körper Vitamine und Mineralien, die man vielleicht bei einer etwas einseitigen Ernährung, je nachdem, den Körper zuführen sollte. Wo wir gerade bei einseitiger Ernährung sind, habe ich hier noch Instant-Nudeln. Yumyum ist das, die kann man bei uns im Kiosk kaufen, das sind so türkische Nudeln, glaube ich. Die sind nicht besonders nahrhaft, aber dazu da, dass ich abends am Feuer was Warmes zu essen habe, was auch einigermaßen gut schmeckt. Deswegen habe ich hier 3 Pakete von diesen Instant-Nudeln. Die kann man einerseits trocken essen oder andererseits auch mit heißem Wasser zu einer Nudelsuppe zubereiten. Gut. Ach ja. Und hier in dem Netzbeutel ist auch noch mein Essbesteck drin. Das mit einem Lappen. Da habe ich diese Gummis drum gemacht, da man die Gummis auch natürlich wieder benutzen kann für jede Menge Sachen. Zum Beispiel, falls das Steinschleudergummi kaputt gehen sollte, um das zu reparieren. Oder, ja. Auf jeden Fall 3 von diesen Einmachglas-Gummis. Sehr nützlich. Dann hier drin, was gerade auseinanderfällt, habe ich mein Besteck. Das ist ein Messer, eine Gabel und ein Löffel. Und außerdem ein Flaschen- und ein Dosenöffner.